Paul, wir sitzen da wieder auf einem neuen Bankerl, den Nachbarschaftsbankerl. Wie viel gibt es jetzt schon im Achtrein? Aktuell gibt es 35 Stück mit den verschiedensten Bezeichnungen, weil wie ich in Erinnerung rufen möchte, wenn jemand sich eine Sitzgelegenheit wünscht, egal auf welchem Platz, dann ist die einzige Forderung, dass man einen Namen, einen entsprechenden, und da beim Nachbarschaftsbankerl in der Neptunstraße möchte man der Nachbarschaft, dem Nachbarschaft mehr pflegen, und dieses Bankerl wechselt dann in der Straße von einem Haus zum anderen und pflegt natürlich dann das Miteinander, und das ist genau der Ursprung, den ich verfolgen wollte mit diesen Bankerln, und darum hat es mich auch sehr gefreut, dass wir das gleich erfüllen haben können und da das schon die ersten Schritte in der Straße zum Kennenlernen gesetzt wurden. Machtring ist einer der wenigen Städte, wo man wirklich nicht weit gehen muss, aber man kann sich wieder niedersetzen. Du hast ja da nur eine tolle Idee gehabt. Ich möchte noch nicht zu viel verraten, weil es die Idee von meinem Sozialstadtrat Christoph Schneeberger ist. Es wird ein bisschen was mit einem Taxi zu tun haben und mit dem Bankerl, aber wir werden in den nächsten ein, zwei Wochen darüber berichten. Aber es werden wieder einige im öffentlichen Raum ein Bankerl aufgestellt und wo es sich um eine Mitfahrgelegenheit handelt. Mehr möchte ich jetzt noch nicht sagen. Ich finde es überhaupt gut, wenn man sich alle paar hundert Meter mal niedersitzen kann, wenn man mir das. Das findest du kaum wo, ne? Das ist richtig, und da wollen wir in der Innenstadt, aber auch im gesamten Ortsgebiet haben wir auch die ganzen Plastikbänke, die seit 30 Jahren oder 40 Jahren im Machtrenker Ortsgebiet um und um gestanden sind, jetzt eingezogen auf die, sagen wir mal, Fitness der Bankerl geschaut, zum Teil waren sie auch schon beschädigt, und die werden jetzt alle mit Holzbänken neu ausgestattet, und man sieht jetzt auch schon viele Bänke, und du hast recht, natürlich ist es auch angenehm, wenn man irgendwo wartet oder auf einen Termin wartet, dass man sich im Ortsgebiet hinsetzen kann, und das werden wir weitermachen, aber die qualitative Ausrichtung ist mir da wichtig, und darum werden wir auch alle älteren Bankerl im ganzen Ortsgebiet austauschen. Das mit dem Bankerl war eine Idee, und dazu möchte ich dir wirklich gratulieren. Der Bürgermeister hat gesagt, das ist eigentlich eine Idee mit dem Bankerl. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ja, wir haben eine Fernsehsendung gesehen eigentlich, gell Maria? Und da war eine Künstlerin in einem deutschen Dorf, und die hat ein Bankerl bemalt und hat damit die Nachbarschaft beglückt. Und das ist dann, dieses Bankerl ist gewandert von Haus zu Haus. Und wir haben leider kein passendes Bankerl gefunden, und jetzt haben wir dann den Herrn Bürgermeister gewendet, und das war super, das war innerhalb von Kürzester Zeit haben wir eine Antwort gehabt und haben dieses Bankerl gekriegt, und da haben wir uns recht gefreut. Und dir gefällt es auch? Total. Es ist wirklich voll schön, und es hat mich total gefreut, dass das so schnell funktioniert hat. Und dass auch der Herr Bürgermeister so schnell einverstanden war von der Idee.